300 Meter die Distanz in dieser einleitenden Prüfung. Und da haben sich die beiden Luftpferde ein bisschen versäumt an der Startstelle. Keanu ist vorne mit Ida Mante, dahinter Ponte Ponte Rosa. Ganz an der Außenseite ist dann aber auch Tayora um Positionsverbesserungen bemüht. So kommt das Feld gleich auf das Ende der Gegenseite zu. Einige Pferde lassen sich da ein bisschen schwer steuern. Keanu innen, da sieht alles gut aus. Dahinter dann an der Außenseite Tayora präsentiert sich da sehr heftig. Gavilla an der Innenseite dicht daneben. Da gab es auch ein bisschen Probleme für Borja Musabayev. Aber Gavilla hat jetzt den Takt gefunden. Ida Mante. Und jetzt haben auch die beiden Luftpferde Anschluss. An der Außenseite ist Perfect Pick um Positionsverbesserungen bemüht. Die Teilnehmer schließen dichter zusammen, da jetzt in den Bogen, Quatsch, in die Zielgerade hineingeht. Keanu an der 400-Meter-Marke ist vorne. Keanu hat das Kommando vor Tayora, die greift an. Dahinter versucht es Ida Mante und auch Gavilla nach 300 Meter. Aber Keanu an der Innenseite nur mit den Händen geritten noch vorne, aber Tayora geht jetzt vorbei. Tayora ist vorne. An der Innenseite Keanu kommt aber noch einmal wieder. Tayora und dahinter dann noch Gavilla. Tayora ist aber vorne. Tayora. Und Tayora wird das Rennen gewinnen. Tayora gewinnt vor Gavilla. Dahinter dann auf dem dritten Platz Keanu und dahinter folgte dann auch Ida Mante mit Ponte Ponte Rosa und dahinter dann die beiden Luftpferde.